Hallo und herzlich willkommen zu Observer. Ich habe mich hier nochmal ein bisschen umgesucht. Das ist jetzt ein bisschen ein Weilchen her. Nämlich über 3 Wochen. Fuck, Alter. Das ist das Spiel, das letzte Mal gespielt habe. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Wir haben im letzten Part endlich die besagte Person gefunden. Hier im Tattoo-Laden. Helena Novak. Und was ich im letzten Part nicht gefunden habe, dass wir uns mit ihrem Chip anscheinend, mit ihren Gedanken verbinden können. Das Problem ist leider, dass sie tot ist. Emergency override. Open maintenance panel. Ah, das war nicht gut. Okay, wir gehen gegens Protokoll. Das habe ich im letzten Part nicht gesehen. Dass wir uns halt mit ihren Gedanken verbinden können. Ich dachte, wir müssten irgendeinen Knopf drücken oder ein Rätsel lösen. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Hey, auch eine Tastatur. Chiron, Jobinterview. Jungprogrammierer, wird geladen. Okay, ein Interview im Job oder damit wir ihn bekommen? Geladen. Bekommen Frau Novak. Bist du ein wichtiger Bestandteil deines Unternehmens? Deine harte Arbeit und Loyalität wissen wir zu schätzen. Entspannen und was? Und so wahrheitsgemäß wie möglich antworten. Willst du, dass es deinem Heimatland gut geht? Ja. Möchten sie die Welt verbessern? Ja. Möchtest du ohne Furcht leben? Ja. Möchten sie eine produktive Beziehung zu Chiron Inc. aufnehmen? Ja. Wirst du kooperieren? Werden sie gehorchen, drücke B. Kann ich das unten auch machen? Nee, okay. Wirst du dich anpassen, drücke E. Obey. Y, ja, okay, gehorchen. Obey. Ja. Die Republik ist deine Mutter. Chiron ist dein Vater. Eine Mutter liebt bedingungslos. Der Vaterstolz verlangt ein Opfer. Nimmst du Opfer in Kauf für das Gemeinwohl? Ich mach mal alles ja. Wir werden mal richtig gehorchen. Okay, was? Produktivität, Glück. Du wirst glücklich sein. Du wirst produktiv sein. Du wirst für das Gemeinwohl arbeiten. Werden sie gehorchen? Wird geladen. Na gut, wir wollten den Job und wir haben ja erfahren, dass sie bei Chiron arbeitet. Werden des Subjekts wird abgeschossen. Antworten werden geprüft. Verhaltensmuster werden analysiert. Lebensentscheidungen werden bewertet. Warnung. Ehepartner des Subjekts. Strafregister. Wird geprüft. Punktabzug unerheblich. Warnung ignoriert. Okay, das ist quasi Job-Einstellung. Kommen bei Chiron. Ja, wie das heutzutage abläuft, oder was? Das ist ja toll. Wir sind jetzt drin in der Firma. Oh, und das schwindet aus unserem Bewusstsein, weil wir das hier nicht aktiv gesehen haben. Wir haben nicht aktiv gesehen, was auf der anderen Seite ist und deswegen. What the fuck? Oh, mir gefällt das. Diese Traumsequenzen sind immer interesting. Weil wir spielen natürlich immer noch auf 1080p mit höchsten Einstellungen. Verändert hat sich dahingehend nichts. Okay, okay, okay. Wir versuchen mal schnell hier rauszukommen. Die letzte Traumebene, was wir hier gesehen haben, war ja der reinste Horror.
Können wir durch? Nein. Okay, 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 wir wollen hier raus. Das ist unser Mann, der einzige, der anders war, oder was? This fucking slop again. It's called soup. Now dig in. It's not getting any better. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Unser Job, den wir gehasst haben und für eine absolut unterdrückende Firma, für die wir gearbeitet haben, und unser Mann, der ja nicht ohne Grund im Gefängnis saß, aber eigentlich ein ganz okayer Kerl ist. Fuck. Ach so, okay, okay, okay. Immer wenn ich mich bewegt habe, ist was passiert. What the fuck ist das? Unser Gegner wird. Oh, du Fickding! Okay, 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 okay. Das wundere ich mich auch. Ich habe Kopfhörer auf höchster Lautstärke. Einzigartige Gelegenheit. Oder ist das unser Unterbewusstsein, was ich nicht anpassen will, diese Schlange? Haben wir unseren Freund nicht im Club kennengelernt? Oh, muss ich hier was machen? Hier unten. Oh. Ich glaube, ich muss da unten lang. Oh, aber ich habe. Oh. Eine Sekunde. Ich schau kurz in der Einstellung. Steuerung. Wie kann ich crouchen? Ducken. Steuerung links. Ist das so fucking ernst, Alter? Wir müssen hier echt lang. Das ist die Lösung?
Na gut, was erwartest du im Kopf von der Toten? Bei ihrem Freund haben wir auch nichts Gutes gefunden. Aha. Immerhin, jetzt weiß ich, wie wir crouchen. Was? Respekt durch Surveillance. Respekt durch Überwachung. Ich kann das absolut nicht lesen. Ist das unsere Wohnung? Für automatisches Drucken 320. Okay, wir haben Dokumente gefälscht. Ah, okay, ich kann es mir schon denken. Wir schauen erstmal. Blutige Kleidung. Entweder von ihm oder von uns. Sie hat auch vieles Russisch, weshalb ich es absolut nicht verstehe. Amir, do you remember the night we met? Ich glaube, ich hätte da eben noch was machen können. Okay, netter Kerl. Er hat immer mit seiner Vergangenheit zu kämpfen. Was steht da? Don't lie. Don't lie to us. Lüg uns nicht an. Irgendwann haben wir ihn gefunden. Kann mich nicht bewegen. Okay. Fuck, geht ab. Ich weiß nicht mal, wie ich das deuten soll. Need to get out. Oh, Scheiße. Amir, is that you? Oh ja, die Wanne, es wird immer mehr. Und ganz viel Wäsche. Wollt ihr sie verdrängen, dass er tot ist? Ach, deswegen auch die eine Waschmaschine, die da so gewackelt hatte. Das haben wir ja schon mal gesehen. Gehen wir zurück. Mich interessiert, ob hier was... Ja. Alter, die Karte wirst du wahrscheinlich nie wieder kriegen.
Sie konnte sich irgendwann nicht mehr um ihn kümmern, ne? Weil er doch einen Haufen Scheiße durchgemacht hat und sich auch nicht wirklich immer so großartig gebessert hat, ne? Hier ist deine Nummer. Wait your turn. 8, 9, 6. Danke. Das ist so eiskalt und böse. Ist in der Zugsklinik oder was? Is Mom gonna be alright? She's sick, Adam. Let's have a little faith. Oh, what? Von uns. Unserem Sohn. Oder das ist wahrscheinlich gar nicht mehr von Helena, oder? I'm not sure about this. Not sure. Didn't you hear? This is great news. Let's take some more time to think about it. What is there to think about? You should be happy. Who says I'm not happy? Das ist deine Chance. Okay, okay. Gut. Ah, eine Sekunde. Okay, mach mal weiter. Ich merke gerade, der PC läuft sehr, 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 sehr warm. Lang machen wir den Part nicht mehr. Okay, und da war diese Schlange wieder. Das ist der Tattoo-Shop, ne? What? All right, you can get up now. Just take it easy. Is it done? Congratulations. You are now the proud owner of a CT-72 internal data storage. I've given you an accelerant to make the tissue heal faster. Just keep that dressing on for the next couple of days. Daten speichert. You sure they won't find it? It's got a built-in scrambler and a shielded frame. No external scanning equipment can penetrate it. It's ghostware. Undetectable. Unless you know exactly where to look. Okay, der hat sich so ein bisschen mehr Cyberware installiert. So ein bisschen den illegalen Scheiß. Okay, weil wir haben ja schon erfahren, wahrscheinlich ein bisschen, um in ihrer Firma rumzuspionieren. Das haben wir ja schon gehört. Was ist das supposed to mean? You don't know. Okay. Brauchten sie Geld? Sind sie nicht mehr um die Runden gekommen, oder? Ich kann schon wieder nicht weiter. Ich muss schon wieder crouchen. What the fuck? No, please. Tell me. Tell me again how useless I am. How I can't keep a job, because no one will hire fucking junkie ex-con. Amir. Do you even know what you're getting into? It's not like they have a choice. We need the money, Amir. Okay. Whatever it takes. Whatever it takes.
Fuck. Mark my words. That shit is gonna be the death of us. Vertraulich. Herunterladen. Oh. Okay, wir haben was aus der Firma geklaut. Von Chiron, diesem übermächtigen Konzern. Oioioioioi. Irgendwas sagt mir, dass das nicht gut ausgeht. Ein Verfolger? Dein Ernst? Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Das ist mehr als nur abgefuckt. Ciao.